Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Gäste, was ja vielleicht dasselbe ist. Mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorstand dieser Stiftung. Ich freue mich persönlich sehr, dass wir heute diese Veranstaltung hier ausrichten dürfen. Die erste Besonderheit ist, dass wir deutsch-armenische Übersetzung haben. Es wird kein Russisch und kein Englisch hier gesprochen, sondern nur Deutsch und Armenisch. Warum freue ich mich? Der zweite Grund ist, ich bin im Juli vergangenen Jahres selbst in Jerewan gewesen und habe diese Euphorie der friedlichen Revolution miterlebt und fühlte mich persönlich, ehrlich gestanden, etwas zurückversetzt in die Zeit um 1989 und erinnerte mich wirklich an diese Lust am Gestalten und an das Gefühl, wirklich etwas Neues aufbauen zu können. Und eine Äußerung einer Aktivistin habe ich mir gemerkt, die gesagt hat, das Selbstbild der Armenier hat sich innerhalb von einer Woche geändert. Vom Gefühl, Sklaven in einem feudalen Staat zu sein, hin zur Idee, Bürgerinnen einer Demokratie zu sein, die Steuern zahlen und nicht schmieren. Das ist genau ein Jahr her, als die Nachricht um die Welt ging, dass und so gar nicht passte in die überwiegend düsteren Entwicklungen in vielen anderen Ländern, eine dezentral organisierte, kreative und friedliche Massenbewegung protestierte gegen die autoritär agierende armenische Regierung unter Serge Sargsyan, der durch Ämterrotation seinen Machterhalt auf unabsehbare Zeit sichern wollte und zwang ihn schließlich zum Rücktritt. Der Anführer und Inspirator der Protestbewegung, Nikol Pashinyan, wurde zum neuen Premierminister ernannt. Und bei meinem eigenen Besuch im Juli trafen wir einige sehr junge Leute in Regierungsfunktionen, darunter auch ehemalige Stipendiatinnen unserer Stiftung. Und wir trafen auf die großen Hoffnungen auf politische und ökonomische Erneuerung und die befreiende Erfahrung vieler Menschen, auf einmal Politik und soziale Entwicklung nicht nur passiv erdulden zu müssen, sondern aktiv mitgestalten zu können. Im Dezember dann schließlich folgten Neuwahlen des Parlaments, die der Partei des Regierungschefs eine Zweidrittelmehrheit sicherten und zum nahezu vollständigen Austausch der politischen Elite führte. OECD-Wahlbeobachterinnen haben festgestellt, ich zitiere, erstmals hat es viele Debatten mit allen Parteien gegeben, vor Ort und im Fernsehen. Die Freiheit der politischen Debatte war beispiellos für Armenien. Bürgerinnen haben erstmalig erlebt, dass das Ergebnis nicht lange vor der Wahl entschieden worden ist. In keiner Wahl in Armenien habe die Opposition je eine Chance gehabt, gewählt zu werden und zu gewinnen. Einen Eindruck, das sehen Sie hier die ganze Zeit oder sahen Sie laufen, einen Eindruck von dieser Stimmung konnten Sie auf den Bildern sehen, die hier auf den Leinwänden liefen. Wir haben diese Bilder der armenischen Botschaft zu verdanken und begrüßen ganz herzlich seine Exzellenz, Herrn Botschafter Zenbatyan. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie uns die Ehre geben. Wir wollen aber heute keinen nostalgischen Rückblick halten auf die Ereignisse von vor einem Jahr, sondern wir wollen vielmehr wissen, wie ist die Situation jetzt vor einem Jahr. Ich will auch nicht verschweigen, dass auch im Juli wir natürlich jede Menge Menschen getroffen haben, die alle möglichen Zweifel auch hatten, ob es wirklich gelingt, auf dem demokratischen Weg weiterzugehen. Wie demokratisch ist die neue Regierung aufgestellt? Gibt es eine autoritäre Versuchung mit zwei Dritteln Mehrheit im Parlament? Wie geht der neue Premierminister Pashinyan mit diesen messianischen Erwartungen um, die an ihn gestellt werden, auch an ihn persönlich gerichtet werden? Agiert er eher sozusagen wie ein Landesvater, Volkstribun, auf den sich die Macht konzentriert? Oder findet er hinein in eine Rolle, ein Amt auf Zeit auszuüben als gewählter Politiker, der sich der Gewaltenteilung unterwirft und sie allererst auch in Kraft setzt? Welche Rezepte haben Parlament und Regierung, um mit den großen sozialen, ökonomischen, ökologischen Problemen umzugehen?
Sie, viele von Ihnen kennen die Situation in den Erdbebengebieten, die Armut, die Armutsproblematik, mit denen Armenien zu kämpfen hat. Wie viel Liberalität, Freiheit und Demokratie ist eigentlich möglich in einer geopolitisch denkbar kniffligen Situation zwischen Iran und Russland auf der einen Seite, der Türkei und Aserbaidschan auf der anderen Seite? Modernisiert sich das Land? Schafft das Land es sich auch gesellschaftlich in Bezug auf Geschlechterrollen? Toll war natürlich im Wahlkampf eine Fernsehsendung, wo nur Frauen sprachen und sich über Politik unterhielten und auf die Wahlen blickten. Wird das Bestand haben? Wird die Situation von Minderheiten aussehen? Und natürlich, last but not least, gibt es irgendwelche begründeten Aussichten, dass sich durch die politische Erneuerung in Armenien neue Chancen zur Lösung des Bergkarabach-Konfliktes ergeben könnten? Wir haben zu dieser Diskussion und freuen uns darüber sehr, vier Vertreterinnen und Vertreter der neuen politischen und zivilgesellschaftlichen Elite Armeniens eingeladen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Mikhail Soyan, Maria Karapetyan, Maria Tizian und Arthur Grigorin. Herzlich willkommen Ihnen. Vor allem aber freue ich mich, Ihnen den heutigen Moderator des Abends vorstellen zu dürfen. Er heißt Stefan Meister und ist unser neuer Büroleiter für die Region Südkaukasus. Wir freuen uns sehr, Stefan, dass du von der DGAP in die Heinrich-Böll-Stiftung gekommen bist. Wir freuen uns auf dein Wirken dort. Wir hatten, ja, Applaus gerne. Ja, ich will jetzt nicht über unser wahnsinnig tolles Büro in Tbilisi reden. Wir sind gerade als Böll-Stiftung dabei, in Jerewan unser Standbein zu verstärken mit einem eigenen Büro, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So viel wir bezahlen können, werden wir tun. Und wann haben wir schon als Böll-Stiftung die Chance, einen solchen Demokratisierungsprozess wirklich zu begleiten? Und ich beneide dich auch ein bisschen, Stefan, dass du das da vor Ort machen kannst. Und freue mich jetzt auf die Debatte. Du hast jetzt hier das Podium. Dankeschön. Gut, dann möchte ich Sie auch ganz herzlich von meiner Seite begrüßen. Zu dieser Veranstaltung, wie schon von Ellen eben erwähnt, das ist meine erste Moderation auch als Mitarbeiter der Heinrich-Böll-Stiftung. Da muss ich mich auch erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich freue mich, dass das zu Armenien ist. Das ist eine Veranstaltung hier auch mit vier ganz spannenden Personen, die sowohl im gesellschaftlichen als auch im politischen Raum wirken, stattfindet. Ich komme gerade aus Jerewan, also ich bin heute mit dem Flieger sozusagen, das passt jetzt genau mit der Veranstaltung, aus Jerewan über Moskau, nicht über Scheremetjewo, sondern über Domodedowo, hier in wieder nach Berlin zurückgekommen. Und ich muss wirklich sagen, dass einfach nur zwei, drei Worte, also diese Dynamik vor Ort ist tatsächlich zu spüren. Also diese sogenannte Velvet-Revolution oder Velvet Revolution hat Kräfte und Hoffnungen freigesetzt nach Jahren von Stagnation und Depression, als ob wie so ein Betondeckel da angehoben worden ist. Also da ist wirklich eine enorme Dynamik zu spüren. Ich bin aus Tbilisi gekommen und habe da fast noch mehr Aufbruchsstimmung gespürt in Jerewan. Das sind natürlich auch Erwartungen, die auf dem Premierminister lasten, die er kaum erfüllen kann. Aber es ist tatsächlich, und ich glaube, das ist das, was viele auch, also das ist zumindest das Feedback jetzt von den Treffen, die ich mit NGO-Vertretern hatte, die ich mit Personen aus Universitäten hatte, dass viele das als eine echte Chance für Armenien ansehen, dass das tatsächlich hier ein Wechsel in den Eliten stattfinden kann dass man hier wirklich eine Entwicklung in diesem Land schaffen kann. Zentral wird dabei die soziale und ökonomische Frage sein, also die Frage, wie sich tatsächlich das Land wirtschaftlich entwickeln kann und auch soziale Ungleichheit, soziale Ungerechtigkeit bearbeitet werden kann. Und ich denke, daran wird sich auch der Erfolg von Pashinyan zeigen müssen.
Und ich meine, Ellen hat das ja auch schon sehr deutlich gemacht, dass alles in einem Umfeld, was geoökonomisch, geopolitisch, aber auch was Konflikte betrifft, sehr, sehr schwierig ist. Also einfach weiterhin sind natürlich die Bedingungen, in denen Armenien diese innere Revolution von unten gemacht hat, auch durch die Rahmenbedingungen, politischen Rahmenbedingungen, ökonomischen, eben auch eingeengt. Also in der Hinsicht bin ich gespannt, also wie wir das heute hier diskutieren auf diesem Podium, alles mit Personen, die der Stiftung verbunden sind, also auch mit denen die Stiftung auch eng zusammengearbeitet hat und die in Teilen eben jetzt auch mit dieser Welle in die Politik geschwappt worden sind. Und ich bin auch gespannt, wie ihr sozusagen eure Rollen definiert, ja, so aus dem NGO-Bereich jetzt in die politische Verantwortung hinein. So, ich stelle kurz die Sprecher vor. Die Idee ist, dass wir 5 Minuten einen kurzen Input dann haben werden, kleine Podiumsdiskussion, und dann gibt es natürlich für Sie hoffentlich ausreichend Zeit, um auch Fragen zu stellen und in die Diskussion einzusteigen. Zu meiner Rechten Michael Soljan, der ist politischer Analyst und Historiker, spezialisiert auf ethnische Konflikte, Nationalismus und Demokratisierung in den postsowjetischen Ländern, hat in Budapest an der CEU, Central European University, Master gemacht und ist als Nichtparteimitglied seit November 2018 Teil der Mein-Schritt-Allianz von Pashinyan und damit auch gewählt worden in die Nationalversammlung, also ist Parlamentarier in Armenien jetzt und unter anderem oder ist Mitglied des Komitees für Außenbeziehung der armenischen Nationalversammlung. Dann haben wir Maria Karadidjan, sie ist Linguistin und Geologin, interessant auch vom Studium her. An der Jerewan Staatlichen Universität hat sie studiert. Sie hat sich viel mit Konflikten beschäftigt, Konfliktbearbeitung auch beschäftigt im NGO, im zivilgesellschaftlichen Bereich, ist auch jetzt Mitglied der Nationalversammlung Armeniens mit ihrer Partei Civil Contract, ist sie Teil dieser Fraktion, dieser Plattform von Pashinyan, und sie ist unter anderem Mitglied des Komitees für Menschenrechte und öffentliche Angelegenheiten. Das hat sie vorhin auch nochmal in der Vorgespräch betont, dass ihr das besonders wichtig ist. Dann haben wir Maria Tizian zu meiner linken Seite, Geschichte und Politik in New York University in Toronto studiert und abgeschlossen, also auch kanadischen Hintergrund, Gründerin und Chefredakteurin von EVN Report, einem unabhängigen englischsprachigen digitalen Medium oder Medienplattform. Sie ist Dozentin an der American University in Jerewan und ist stark auf Medien und Journalismus spezialisiert, also auch hier jetzt als für die Mediendiskussion, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und ganz links Arthur Gregorian, Umweltschutzaktivist, hat sich mit Bergbau sehr stark beschäftigt und Ökotourismus, Jurist von der Ausbildung her, also auch im rechtlichen Bereich sich mit Umweltfragen beschäftigt. Er war in Verantwortung, also von Juni bis 2018 bis Januar 2019, Leiter der Umwelt- und Mineninspektion Armeniens, also kurzzeitig zumindest in der Regierung gewesen und eben davor vor allem auch im NGO-Bereich tätig gewesen. So, ich würde mit Michael anfangen, vielleicht wirklich nochmal so den Rahmen zu setzen. Jetzt nach einem Jahr Revolution, was ist das für eine Revolution? Was ist erreicht worden? Wo stehen wir sozusagen? Ja, also ist es wirklich auch eine Revolution, wenn wir sehen, es gab natürlich viele Veränderungen, viele Wechsel, aber wir sehen eben auch in Schlüsselbereichen noch viele Personen auch von der alten Eliten. Also was ist erreicht worden in diesem einen Jahr, was ja nur ein Jahr ist? Ja, also das muss man natürlich auch dazu sagen.
Vielen Dank. Ich möchte zunächst mich bedanken den Organisatoren, der Böll-Stiftung. Und dann des Weiteren möchte ich sagen, es ist für mich sehr symbolisch und interessant, dass wir heute diese wunderbare Veranstaltung haben. Ich möchte gleich sagen, warum das so interessant ist. Wenn man die Armenier in Armenien fragt, bezüglich der Revolution fragt, dann hat jeder so seine eigene Geschichte und ich auch habe meine eigene Geschichte. Ich war zu der Zeit in Braunschweig und hatte meine Forschungstätigkeit ausgeübt im vergangenen Jahr. Ich war für einen Monat in Braunschweig, aber die Lage in Armenien war sehr bedrückt, also psychologisch meine ich. Und die Menschen hatten kein Vertrauen in die Zukunft. Sie sahen nichts, was in ihrem Leben sich ändern könnte. Und in diesem Zustand verließ ich Armenien und kam nach Braunschweig. Und dann plötzlich sah ich bestimmte Dinge, Proteste in Armenien. Und als ich zurückkehrte, war die Revolution noch nicht siegreich. Aber bereits am Flughafen merkte man schon, dass einiges sich am Ändern war. Und als ich mit einem Taxi vom Flughafen nach Hause fuhr, habe ich mich natürlich mit dem Taxifahrer unterhalten und ich habe gefragt, ja, was halten Sie von diesem ganzen Protest? Und die Antwort war ziemlich erstaunlich. Im Allgemeinen sind die Taxifahrer eigentlich, gehören eigentlich der Opposition und eigentlich auch sehr, wie soll man sagen, nicht optimistisch. In diesem Fall war es ein bisschen anders. Der Taxifahrer war überaus optimistisch und offensichtlich hat er große Hoffnungen, die mit der Zukunft verbunden waren. Und er sagte, ich bin davon überzeugt, dass die Jugend siegen werden. Und als ich am nächsten Morgen auf die Straße ging, sah ich, was passiert. Und da war ich überzeugt, dass das Volk letztendlich tatsächlich siegen wird. Zwar hatte zu dem Zeitpunkt sein Sarkisian seinen Rücktritt noch nicht erklärt, aber man sah schon auf den Straßen so eine Art festive Stimmung. Die Leute waren glücklich und zufrieden. Und wenn Sie mich fragen, was die Revolution gebracht hat, dann kann ich ganz kurz sagen, die Menschen haben begriffen, dass sie letztendlich das Schicksal gestalten und nicht jemand anders. Aber als Mitglied dieser Mein-Schritt-Allianz muss ich Ihre Fragen natürlich wesentlich konkreter beantworten. Zwar ist nur ein Jahr vergangen seit der Revolution. Wir haben eine ziemliche Übergangsphase gehabt. Vom 8. Mai 2018 beginnend. Er wurde damals, Pashinyan wurde seinerzeit zum Ministerpräsident gewählt. Da waren einige Parteien darin beteiligt. In der Nationalversammlung gab es natürlich eine Mehrheit der Republikaner zu der damaligen Zeit. Und offensichtlich fanden die neuen Wahlen im Dezember statt. Und es wurde eine neue Regierung gebildet und das war erst im Januar 2019. Das heißt, es ist nicht mal ein halbes Jahr vergangen seit der Gründung einer neuen Regierung. Wir haben aber trotzdem ganz ernsthafte Erfolge. Die erste Erfolg ist, dass wir zum ersten Mal freie und gerechte Wahlen gehabt. Wir haben Wahlen gehabt, die alle internationalen Beobachter anerkannt haben. Selbst die besiegten Parteien, also diejenigen, die Wahlen verloren haben, haben das auch anerkannt. Und das ist der erste Fall, dass in Armenien so etwas
solche Wahlen stattgefunden haben seit 1991. Und das an sich ist schon ein großer Erfolg. Der zweite Erfolg ist der Kampf gegen die Korruption. Und natürlich können wir nicht sagen, dass wir zu 100% die Korruption besiegt worden ist und dass es überhaupt gar keine Korruption gibt. Aber es gibt zumindest nicht mehr das System der Korruption. Wir hatten damals ein System, ein staatliches System, wo die Korruption sich fest verankert hat, von ganz unten, von ganz oben. Und dieses System existiert heute nicht mehr. Es gibt keine systematische Korruption mehr in Armenien, das kann ich sagen. Ein anderer, weiterer Erfolg, den wir erzielt haben, ist, das hängt auch mit dem alten System zusammen, und ist die Gleichheit der Menschen. Was heißt das? Damals gab es zwei Schichten von Bevölkerung. Das war keine formale Trennung. Aber es gab zum Beispiel Menschen, die über dem Gesetz standen, das heißt die Regierung, die Oligarchen, ihre Freunde und so weiter und so weiter. Und dann gab es die gewöhnlichen Bürger. Die waren dem Erstgenannten unterordnet. Es gibt so etwas nicht. Alle Bürger des Landes haben, ob sie nun Geld haben oder nicht, ob sie ein bestimmtes Amt bekleiden oder nicht, sie sind vor dem Gesetz gleich und sie werden auch als solches behandelt. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Erfolg. Andererseits gibt es noch weitere Geschichten. Es gibt Redefreiheit, es gibt Versammlungsfreiheit. Wir haben seit vor kurzem hat Reporter ohne Grenzen nach einem Ranking hat sich muss man sagen, nach diesem Ranking hat Armenien seine Lage extrem verbessert. Sie können heute sehen, die Leute versammeln, sich über verschiedene Themen reden. Niemand wird etwa verhaftet oder abgeführt. Die Leute können über diversesten Themen sich debattieren, aber das ist alles friedlich und so weiter. All das ist auch neu. Und das Wichtigste ist natürlich die Wirtschaft, denn die Erwartungen sind mit der Wirtschaft verbunden. Da sind natürlich, der Wandel ist wesentlich langsamer, aber auch da gibt es bestimmte Erfolge, wenn wir schon davon sprechen. Zum Beispiel der Kampf gegen die Monopole. Man muss sagen, dass zuvor alles im Prinzip eine Sache der Monopole war. Und die Rolle dieser Monopole ist deutlich runtergegangen. Natürlich kann man über andere Themen reden, über Außenpolitik, über Karabach-Problematik und so weiter und so weiter. Und das möchte ich aber dann zu einem späteren Zeitpunkt tun. Vielen Dank. Ich würde trotzdem gerne mal nachfragen. Also deswegen Kopfhörer aufsetzen, bitte. Wir haben ja mehr als eine Zweidrittelmehrheit im Parlament jetzt von meinem Schritt. Also wir haben eine Dominanz einer Partei im Parlament. Wir haben viele Personen aus der Zivilgesellschaft, die in die Politik gegangen sind. Wo sind die Korrektive für die Politik? Wo ist sozusagen die Balance of Power mit so einer dominanten Partei, die sicher wichtig ist, um bestimmte Reformen durchzuführen und trotzdem aus einer demokratischen Perspektive frage ich mich dann, wo kommen die Korrektive her? Ich möchte zuerst sagen, wir haben natürlich in der Nationalversammlung eine Opposition, die ziemlich aktiv ist. Und die Opposition kritisiert uns natürlich. Dann gibt es natürlich außerparlamentarische Kräfte, die auch ziemlich aktiv sind. Und es gibt zum Dritten, das gibt es die Medien, die auch offensichtlich
sehr fühlbar von der alten Machthaber dominiert werden und die entsprechenden auch die Ansicht der alten Machthaber transportieren, dann gibt es natürlich den direkten Kontakt mit den Bürgern und das erfolgt auf die unterschiedlichste Art und das fängt zum Beispiel in den sozialen Netzwerken und so weiter und so weiter. Das ist, die Lage hat sich insofern das Wichtigste ist, dass die Machthaber sich nicht von der Bevölkerung entfernen wollen. Sie sind Teil der Bevölkerung sozusagen, denn die Machthaber sind Teil der Menschen, die sie gewählt haben, der Wähler. Und schließlich und endlich, wir sagen manchmal scherzhaft, das Volk hat schon gelernt, wie man so etwas macht, eine Politik macht, zum Beispiel auf die Straße geht und dort Demos macht, das haben Sie von uns abgeguckt sozusagen. Vielen Dank. Kommen wir vielleicht nochmal darauf zurück, auch jetzt mit dem Thema Medien an einer anderen Stelle. Ich würde Maria fragen wollen, Pashinyan war vor einigen Wochen hier in Berlin. Ich hatte ihn miterlebt hier in einem Kreis, in einer Diskussion, wo er sehr stark auf die Wirtschaftsreformen gesetzt hat, sehr stark auf für Investitionen auch geworben hat, aber eben auch sehr stark ein liberales, fast schon neoliberales System sozusagen von Reformen vertreten hat. Da denke ich dann immer an Georgien, wo wir sehen, wie doch eine Reform von unten in einem sehr neoliberalen System auch zu sehr viel Ungleichheit, sozialer Ungleichheit geführt hat. Deswegen jetzt noch mal ein bisschen auch gefragt, in die Richtung, was für Wirtschaftsreformen werden wir erleben in Armenien? Ist das Modell Georgien sozusagen das Modell, welchem man folgen möchte? Oder gibt es ein anderes Modell für das Land? Wo stehen wir da? Also, oder wo stehen wir konzeptionell da mit Pashinyan und seiner Regierung? Guten Abend. Und ich möchte mich bedanken zu Beginn für die Organisatoren, für diese wunderbare Veranstaltung. Ich bin einige Male auch hier bei der Stiftung gewesen, als Vertreter Armeniens im Kontext der Kooperation im südkaukasischen Region und mit Ihnen über die Entwicklungen in Armenien debattiert. Vor einem Jahr haben wir das schon gemacht. Vielen Dank auch für die Frage, die Sie gerade eben gestellt haben, Herr Meister. Wir haben eine Theorie der Wirtschaftsrevolution verkündet, dass viele der Wirtschaftsfachleute sagen, eine solche Revolution eigentlich nicht gibt. Dennoch, und ich möchte die politische Seite dieser Revolution betonen, die samtene Revolution war nicht der Übergang von einem System zu einem anderen System. Wir haben zu einem Diktatur, zu einem Republik. Der Sinn davon war es, dass in unseren Gesetzen und in dem faktisch gemacht wurde, dass sie jetzt mittlerweile in Einklang gebracht wurde. Wir haben ein Grundgesetz und ich denke, dass wir sind gerade dabei, uns an das, was da in den Dokumenten festgeschrieben worden ist, festzuhalten und beziehungsweise anzulehnen. Wir sind gerade dabei, uns festzuhalten, dass wir als eine Rolle spielen im Wirtschaftsleben haben und eine Rolle im Wirtschaftsleben übernehmen. Das ist im Grunde genommen eine grundsätzliche Grundlage von Demokratie. Und die wirtschaftliche Revolution bedeutet, als aktive Teilnehmer am Wirtschaftsleben, Teilnehmer, Akteure des Wirtschaftslebens, das zum Beispiel als Konsumenten oder aber als Unternehmer. Äh,
Das ist im Grunde genommen umfasst eine Einladung an die Wähler, in unserem Alltagsleben, den wirtschaftlichen Aspekt in unserem Alltagsleben, das heißt, ich sage es nochmal, Teil dieses wirtschaftlichen Systems zu sein. Sehr viele Bürger wissen, dass der Staat auf der Grundlage der Steuern, die sie zahlen letztendlich, und mit diesen Geldern letztendlich die Politik gestaltet. Und im Grunde genommen geht es darum, einen Wandel insofern einzuführen, dass wir ein gerechtes wirtschaftliches Umfeld haben und der Staat, dass ein Armenien ein soziales, ein Wirtschaftssystem hat, dass die einen freien Wettbewerb im Wirtschaftsleben haben. Dass der Staat ist sozusagen, dass der Staat das Ganze überwacht letztendlich, aber nicht in aggressiver Weise eingreift, in diese Wirtschaft eingreift. Und ich muss sagen, dass bei unserem Wirtschaftsprogramm, was vom Parlament ja verabschiedet worden ist, wenn es uns gelingt, die wirtschaftliche Revolution zu verwirklichen, dann wird es sehr wichtig sein, dass durch die als Folge dieser Revolution, dass die Rechte von Menschen, die im Wirtschaftsleben eingebunden sind, natürlich nicht mit Füßen getreten werden. Das heißt, es geht hier um dass die Funktionen, die im Wirtschaftsleben ausgeübt werden, dass sie natürlich und es muss auch das heißt, wir müssen einerseits natürlich auch das Steuerrecht einerseits und die Rechte der Arbeiter, all das sind Teile, Elemente einer Wirtschaftspolitik. Es gibt natürlich eine Reihe von anderen Reformen, aber ich denke, das sollte man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt thematisieren. Ich würde auch noch mal nachfragen. Rechtsstaatlichkeit ist natürlich ein Schlüssel. Also es ist ein Schlüssel für Rechtsstaatlichkeit ist ein Schlüssel für die Bürger, um seine Rechte dann auch, was Arbeitsrechte sind, soziale Rechte und dergleichen betrifft, auch vor Gerichten sozusagen einklagen zu können. Aber es ist natürlich auch für ausländische Unternehmer, die investieren wollen, ganz wichtig, auch eine Rechtsstaatlichkeit zu haben. Mein Gefühl ist, dass gerade im Wirtschaftsbereich so viel Wandel noch nicht stattgefunden hat. Also dass wir eben auch da noch vested interests haben, also dass wir bestimmte Akteure haben, die Wirtschaft hier auch dominiert. Schafft es diese Regierung, sich gegen diese Interessen durchzusetzen? Und tatsächlich, also was ist der Plan sozusagen, um hier auch tatsächlich Rechtsstaatlichkeit einzuführen? Wir wissen, wie schwierig das ist. Wir kennen das ukrainische Beispiel, wir kennen das moldauische Beispiel. Also es ist ja ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Gibt es da Ansätze sozusagen für Rechtsstaatlichkeit, um hier eine Agentur zum Beispiel zu gründen, wie das in der Ukraine oder in Rumänien passiert ist, um systematisch auch Korruption zu bekämpfen? Wie Michael Sosyan bereits betont hat, gibt es keine künstlichen Monopole nicht mehr. Das heißt, der Zustand, den wir vorhin hatten, dass zum Beispiel ein Monopol hatte, ein nicht gesetzliches, nicht offizielles, diese Art von Monopole gibt es unmittelbar, seit unmittelbarem Abschluss der Revolution nicht mehr. Was die anderen, der Monopole in der Tat, dass diejenigen, die einen großen Anteil bei den Importen haben, dass dieser Anteil deutlich runtergegangen ist. Und das Wichtigste ist, dass die Akteure im Wirtschaftsleben, sie wissen, frei sind. Sie können also im Prinzip
einführen können, was sie wollen, und niemand wird, dass sie das importieren können, was sie wollen. Und abgesehen davon rate ich, dass wir ein bisschen Geduld haben, dass alles zu seinem Platz finden. Denn das Wichtigste, was in Armenien passiert ist, ist, dass autoritäre Praktiken ein Ende gefunden. Das heißt, das ist ein alles, was da passiert, nicht so sich abspielen, dass von oben diktierte Regeln, Praktiken eingeführt werden. Wenn das in dieser Form passieren sollte, wenn die Menschen sich nicht persönlich nicht beteiligen, dann bedeutet das, dass das Risiko, dass wir eine Rückkehr zu alten Zuständen kommt, eigentlich wesentlich größer wird. Hier geht es also sozusagen um eine Demokratisierung der Prozess. Natürlich mag sein, dass die Geduld für das Warten, bis solche Prozesse sich abspielen, sicherlich manchmal nicht reicht. Aber das Wichtigste ist, dass es nicht zentrierte, eine dezentrale Form eigentlich für uns auch in diesem Kontext wichtig ist. Und genauso wie es bei der Samter Revolution wichtig war, auch das ist in diesem Wirtschaftsbereich wichtig. Was jetzt demnächst ist, was demnächst kommen wird, ist eine völlige Neustrukturierung des Steuersystems. Wir gehen also sozusagen zu einem intensiven Debatten, gerade was die Steuerlast angeht. Wir haben Anhörungen dazu gehabt im Parlament, und ich denke, wir werden relativ bald, sehr bald, die Gelegenheit haben, darüber öffentlich zu debattieren. Und mit einem solchen Ansatz werden wir sicherlich auch vernünftige Lösungen dann verabschieden können. Frau Maria, Michael hat es gerade eben betont, diesen direkten Kontakt von Paschinyan mit der Bevölkerung, die Nutzung von sozialen Medien, auch das Umgehen letztlich von Medien dadurch, durch diesen direkten Kontakt. Aus einer Medienperspektive, wie würdest du diese Regierung bewerten, auch wie sie ihre Reformen kommuniziert, wie sie mit Medien umgeht, und auch mit Medien entwickelt oder nutzt und Freiräume vielleicht auch schafft? Also was ist aus einer Medienperspektive nach einem Jahr Revolution zu sagen über diese Regierung? Vielen herzlichen Dank. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist das erste Mal, dass ich in Berlin bin. Ich bin sehr beeindruckt aus der Perspektive der Medien. Das war die Frage. Es ist schwer zu sagen, dass es ein Jahr vergangen ist seit dem Wandel. Es sind eigentlich nur wenige Monate. Wir Journalisten sind am Beklagen, dass wir in Konkurrenz mit Nicole Paschinyan stehen. Er benutzt die sozialen Medien, um mit der Bevölkerung den direkten Kontakt tritt. Das ist natürlich sehr gut. Und das ist auch sehr gut, dass die heutigen Herrschenden eine unmittelbare, direkte Verbindung zur Bevölkerung sucht. Das habe ich schon bereits, wie gesagt, festgestellt. Und wie viele von Ihnen die Revolution verfolgt haben vor einem Jahr. Die sozialen Plattformen wurden damals sehr umfangreich genutzt. Und das war eine wunderbare Gelegenheit, so etwas durchzusetzen. Und es war eine sehr gelungene Sache auch. Als in den sozialen Medien falsche Profile, Fake News, bestimmte Kontakte auftreten, die eigentlich den alten Machthabern dienten, die teilweise berechtigt
oder nicht berechtigte Kritik an dem ausübten, was zurzeit passiert, versuchen jetzt die Machthaber, also ich will nicht sagen, dagegen vorgehen, dagegen sozusagen anzusprechen, anzugehen, gegen diese Fake News. Also dieses Werkzeug, was damals von großem Nutzen war, wird heute genau dieses Werkzeug gegen die heutige Regierung und gegen den Ministerpräsidenten eingesetzt. Und das gibt es überall, wie Sie wissen. Das Fake News ist kein armenisches Phänomen. Und in Armenien ist es genauso. Als Journalist möchte ich zunächst einmal vielleicht mal von guten Dingen reden. Erstens ist es ganz einfach, sehr viel einfach für uns, die Leute zu erreichen. Wenn wir irgendwas organisieren wollen, wenn wir zum Beispiel Kontakte zu den Ministerien suchen und wir mit denen eine Unterhaltung haben wollen, bekommen wir innerhalb von 24 Stunden von denen eine Antwort und wir können mit denen all diese Dinge diskutieren, über die wir mit denen reden konnten. Man muss sagen, die heutige Regierung leider keine Politik, keine Informationspolitik hat. Ich habe zum Beispiel nicht gesehen, dass zum Beispiel sehr viele Abgeordnete zum Beispiel im direkten Kontakt mit der Bevölkerung zu sehen. Den Ministerpräsidenten nehme ich da mal raus, der sucht diesen Kontakt. Aber wir als Medien haben natürlich auch eine Mission, nämlich muss feststellen, dass unsere Aufgabe als Medien den Kontakt zu den Bevölkerung zu suchen. Und wir sehen dadurch, dass eine andere Politik betrieben wird, eine Medienpolitik betrieben wird, haben wir dann, dass diese Möglichkeiten von unserer Hand genommen. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten, bestimmte Verbreitung als Medien zu bekommen. Wir wissen auch gerne, wie wir am besten Inhalte der Bevölkerung mitteilen könnten. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, so Sachen wie Breaking News, die Leute im Prinzip aufwecken und an Themen binden könnten. Das haben wir leider nicht. Aber es gibt im Medienbereich ein sehr wichtiges Problem. Es gibt eine sehr wichtige Zuspitzung, eine Manipulation. Und in diesem Bereich ist es außerordentlich schwer, in diesem Kontext zu arbeiten. Aber wenn wir als neue gute Produkte den Leuten anbieten könnten, ist sozusagen das Auditorium, zu dem man spricht. Ich kann gerne dazu etwas später. Eine kurze Nachfrage. Wer manipuliert? Also sind es vor allem interne Akteure, sind es auch externe Akteure, die Fake News verbreiten? Also von wo kommen diese Manipulationen des Diskurses? Also wer sind hier die Akteure, die entscheiden? Oder ist es die ehemalige Regierung? Also wer manipuliert die öffentliche Diskussion? Ich habe keinen Beleg. Ich würde gerne mit Belegen sprechen. Aber ich denke, das sind Menschen, die der alten Regierung nahestehen. Und sie haben heute gewaltige Ressourcen. Ressourcen, die wir zum Beispiel nicht haben. Ich habe zum Beispiel keine Möglichkeiten, keine Information darüber, dass Dinge, was aus dem Ausland finanziert wird, es sind im Wesentlichen, dass von innen das Ganze befördert wird, also sozusagen die ehemaligen Machthaber. Das ist nicht nur im Bereich der Presse. Es gibt
gibt es auch im Regierungssystem Menschen, die jahrelang beim alten System Menschen, die beim alten System angestellt waren und immer noch Sympathien haben für die alten Machthaber. Auch das muss man dazu sagen. Arthur, aus Blick eines Umweltaktivisten, der kurzzeitig auch Regierungserfahrung hatte, wir haben ja gerade jetzt zum Beispiel im Minenbereich, in dem du sehr, sehr stark als Aktivist auch also Einblicke hast, starke ökonomische Interessen und auch Widerstände gegen Veränderungen, gegen zum Beispiel neue Regeln, gegen bestimmte Standards. Wo stehen wir da im Moment? Also wo sind hier sozusagen die Bruchstellen für eine Veränderung dieses Systems? Gibt es Ansätze auch der Regierung, um tatsächlich auch in einem doch ökonomisch sehr wichtigen Bereich Veränderungen einzuführen und auch gegen diese Interessen, ja, das sind letztlich halt auch vested interests, die wir hier haben, gegen diese Interessen dann auch vorzugehen, auch im Sinne einer Entwicklung eines armenischen Staates und auch für die Bevölkerung, die dann dort arbeitet. Ja, vielen Dank. Ich danke, wir sind, glaube ich, alle der Böll-Stiftung sehr besonders dankbar. Ich möchte noch einen weiteren Grund hinzufügen. Nicht nur dafür, dass wir heute hier da sind, dass es Ihnen auch gelungen ist, eine ausbalancierte Vertretung hier auf dem Podium zu versammeln. Also nicht nur Vertreter der jetzigen Regierung, sondern auch Kritiker der jetzigen Regierung. Es geht nämlich heute nicht um die Revolution als solche, sondern um die Lage ein Jahr nach der Revolution. Natürlich ist Großes vollbracht worden. Es ist uns gelungen, uns das alte System loszuwerden. Und ich denke, das ist ausreichend, um das Ganze als Revolution zu bezeichnen. Ich denke, das Wort Revolution zieht natürlich auch bestimmte andere Werte ein, um das Ganze vollumfänglich als Revolution zu bezeichnen. Herr Zollian hat einiges genannt, der Kampf gegen Korruption zum Beispiel, was die Wahlen angeht. Ist klar, dass natürlich in dem unmittelbaren nach der Revolution es was sehr schwierig gewesen wäre, Wahlen zu manipulieren. Ich denke, über solche Dinge wie was die Wahlen angeht, vielleicht können wir dann kompletter uns austauschen bei der nächsten kommenden Wahlen. Das ist im Augenblick zu früh dafür. Ja, was den Kampf in Korruption angeht, ja, in der Tat, es gibt in der Tat einen systematischen Kampf gegen die systematische Korruption. Ich denke, nach meinem kurzen Auftritt möchte ich also ein kurzes Video zeigen, was mit einem deutschen Unternehmen so thematisiert. Es geht um ein deutsches Unternehmen, im Minensektor tätig ist. Das kommt, wie gesagt, im Anschluss daran. Ich hätte gern gewusst, und ich hätte dann von Ihnen gerne gewusst, inwieweit das, wie diese Firma sich gibt, den europäischen oder den deutschen Standard entspricht. Zwar sagt die Firma, sie würde entsprechend deutschen oder europäischen Normen handelt. Aber das wie gesagt später. Nein, nicht jetzt, etwas später. Danke Ihnen, dass Sie mich als ein Aktivist vorstellen. Es gibt natürlich eine negative Konnotation. Wir wollen nicht vergessen, dass die Revolution größtenteils von Aktivisten vollbracht wurde.
Wenn die fundamentalen Werte letztendlich nicht erreicht werden, kann es dazu kommen, dass die Aktivisten eine nächste Revolution vielleicht dann machen. Ich würde gerne vielleicht mal zu dem, was ich gerade angedeutet habe, vielleicht bei der Frage-Antwort-Teil. Was Sie da sehen, ist ein Rückhaltebecken. Das sind also im Prinzip Abfälle, flüssige Abfälle, die bei einem all die ganzen flüssigen Abfälle in diesem Rückhaltebecken abgefüllt werden. Und das geht letztendlich von da Richtung eines Flusses. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen, also wie es in den Fluss eingeleitet wird. Das ist das Wasser, was von diesem Rückhaltebecken in Richtung Fluss eingeleitet wird, wie ich vorhin schon sagte. Und das ist der Fluss, in den diese Dinge eingeleitet werden, die flüssigen Abfälle. Sie sehen, wo die beiden zusammentreffen. Sie sehen, dass das Wasser, dass diese flüssigen Abfälle in keinster Weise filtriert werden, sondern einfach direkt eingeleitet werden. Hier werden Molybden und Kupfer abgebaut. Und man behauptet, dass es gemäß europäischen Standards die Flüsse im Prinzip vergiftet werden. Und das ist das, was ich vorhin eben gesagt habe, nämlich alles, was im Rückhaltebecken war, in den Fluss eingeleitet. Ich möchte an Sie appellieren, damit Sie als Bürger dieses Landes an Ihre Regierung, appellieren, ob dass es also nicht angemessen ist, dass eine Firma Ihres Landes mit den natürlichen Ressourcen bzw. in der Umwelt so umgehen, wie es zurzeit in Armenien gelöst wird. Als ich mein Amt innehatte, ich habe diese Dinge überprüft. Ich kann Ihnen die Ergebnisse damals nicht vorstellen, denn ich kann aber diese nicht Ihnen nicht präsentieren. Das sind immerhin Handelsgeheimnisse. Aber als ich noch dieses Amt innehatte, bevor ich diese Studien durchgeführt hatte, wurde ich also von meinem Amt entfernt. Und ich möchte das nicht weiter fortführen, nicht, dass Sie den Eindruck bekommen, ich würde hier subjektive Eindrücke an Sie vermitteln. Die Regierung muss im Grunde genommen für sich feststellen, ob das, was da passiert, mit den armenischen Umweltgesetzgebungen, im Einklang ist. Und wenn es nicht im Einklang ist, was sie bereit ist, zu unternehmen, damit es im Einklang mit der Gesetzgebung in Armenien, die in solchem Sektor tätig ist, im Einklang gebracht wird. Da
unsere Regierung offenbar nicht bereit ist, irgendwelche Schritte in diese Richtung zu unternehmen, bitte ich Sie, sich an die Ihre Regierung hier, die deutsche Regierung, zu wenden. Seht Sie, dass die mit ihrem Appell an die deutsche Regierung, die deutsche Firma, das deutsche Unternehmen, dieses Unternehmen in Armenien führt, zur Vernunft bringt und damit diese Dinge, die da passieren, zur Vernunft bringt. Und ich denke, dieser Bereich ist einerseits wirtschaftswichtig, aber andererseits fügt es enorme Schäden der Wirtschaft, der Umwelt und natürlich auch der öffentlichen Gesundheit der Bürger des Landes. Das umfasst sozusagen ein ganzes Kapitel. Ich fasse das zusammen und sage, wir brauchen also fundamentale Änderungen. Man muss sichtbare Änderungen haben. Ich arbeite im Naturschutz und ich habe in dem Bereich auch gearbeitet. Und ich kenne mich in diesem Bereich tätig gewesen. Und ich denke, man muss sagen, diese Firma, um die es hier geht, im Prinzip 90% der Bergbauwirtschaft im Prinzip von dieser Firma dominiert wird. Und insofern ist es wichtig, dass ich darauf eingegangen bin. Vielen Dank. Ich denke, es ist ein wichtiges Beispiel, eben weil es, wie eingangs auch in der Frage gestellt, eben auch hier ökonomische Interessen, aber auch persönliche Interessen möglicherweise von bestimmten Personen damit verbunden sind. Und es ist natürlich auch schwierig für eine neue Regierung, schnell Dinge zu verändern, aber wir sehen eben hier auch Defizite, ja, also ganz offensichtlich. Ich meine, umso wichtiger, und das war ja die Frage auch vor, nach Rechtsstaatlichkeit, nach Einklagbarkeit, nach Standards, sind eben genau diese Dinge, dass man eben auch als Bürger, als Organisation eben auch bestimmte Standards einklagen kann und dass Gerichte dann auch entsprechend funktionieren. Ja? Ich möchte jetzt, weil ich muss auch ein bisschen auf die Uhr schauen, ich möchte noch mal ein Thema ansprechen, bevor ich öffne und vielleicht Michael noch mal frage. Also Karabach, kann ich jetzt hier nicht ohne Karabach sozusagen in die Diskussion hineingehen. Wir haben ja Treffen auf höchster Ebene beobachtet. Wir haben gesehen, dass Pashinyan hier etwas verändern möchte, formulieren wir es vielleicht einfach mal so. Wir wissen, wie schwierig das ist. Es hat auch sehr viel mit Diskursen in den Gesellschaften zu tun, die über eine lange Zeit gepflegt worden sind. Ich will einfach noch mal fragen, was für Spielräume gibt es im Moment in Armenien mit Blick auf Karabach, auf den Karabach-Konflikt? Gibt es Ideen, Ansätze, reale Ansätze, um hier tatsächlich eine Dynamik vielleicht auch in diesen Konflikt hineinzubringen. So schwierig das ist, aber ja, also ich meine, es gab ja diese ganze Reihe von Treffen und die Frage ist auch eben mit Blick auf Kommunikation gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ja, das muss man ja auch, das ist ja ganz, ganz zentral. Also was gibt es hier für Ansätze für den Karabach-Konflikt? Gibt es da neue Möglichkeiten auch, da eine Dynamik reinzubringen? Vielen Dank. Danke auch für die Frage. Aber bevor ich darauf auf die Antwort dazu gebe, möchte ich mich kurz auf das eingehen, auf Artus Äußerungen eingehen. Ich bin auch dafür dankbar, denn wir haben in der Bayerns wir haben Kritik im Lande, aber nicht über konkrete Fragen dazu, sondern es geht darum, die neue Regierung im Prinzip eine negative Kritik und das, was Arthur gemacht hat, im Grunde genommen eine konstruktive Kritik, die eine Antwort hat, selbstverständlich. Und natürlich muss man da im Parlament darüber debattiert. Aber ich kann im Augenblick nichts sagen. Wir müssen natürlich beide Seiten uns anhören und Lösungen dafür finden. Was die Karabach-Frage anbetrifft, verstehen wir unter mit neuen Ansätzen
können wir natürlich nicht über eine Änderung des Formats reden. Denn es gibt, wie Sie sicherlich wissen, gibt es die OSZE, es gibt die Minsk-Gruppe, die von der OSZE eingesetzt sind, die als Mittler sind. Das sind also Russland, Frankreich, USA, die den Friedensprozess begleiten. Und dieses Format hat gezeigt, dass es hat sich insofern bewährt. Es war zwar zu einer Lösung geführt, aber, und das ist das Wichtige, es gab keine neue Eskalation. Natürlich, es gab den Vier-Tage-Krieg, den vor 2016. Es gab weitere Zwischenfälle, aber es gab keinen richtigen Krieg. Und das ist ganz wichtig, dass wir das heute in dieser Form feststellen. Wir haben gegenwärtig eine relative Ruhe. Und wenn wir es gibt andere Weltgegenden, wo es im Prinzip vor 10 Jahren andere Thesen hatte, gibt es heute ganz, ganz ernsthafte Auseinandersetzungen, Kämpfen. Es gibt heute ein Gleichgewicht und es gibt eine Balance, die man nicht so ohne weiteres aus den Fugen geraten kann. Wir müssen allerdings auch fragen, haben wir innerhalb in den 25 Fragen, haben wir uns eine Lösung angenähert? Haben wir denn die beiden Parteien, haben sich eher verstanden in den Jahren? Sind sie mehr tolerant? Nein, haben wir das gesehen? Nein, wir haben im Grunde genommen gesehen, dass sie beide sich voneinander entfernt haben. Es gibt sogar auch eine Feindschaft gab. Und das ist natürlich sehr bedauerlich. Man hat offensichtlich früher etwas falsch gemacht. Wir haben früher von einem elitären Ausgangspunkt ausgehend irgendwelche Lösungen gefunden. Man hat gemeint, die Führer packt man in ein Zimmer, man sorgt dafür, dass sie irgendwas Dokumenten unterschreiben und dann wird eine Lösung dann so oder so gelöst. Das hat man mehrere Male gemacht. Einmal, zweimal, dreimal. Wir schlagen Folgendes vor. Die Völker müssen miteinander reden. Das heißt wiederum nicht, dass die Führer darauf verzichten sollen, miteinander zu reden. Aber man muss dafür sorgen, dass Vertreter von Bergkarabach, das heißt die Menschen, um deren Schicksal es geht, in diese Debatte einbezogen werden. Es ist da nicht wichtig, ob die internationale Öffentlichkeit die Vertreter dieser Entität anerkannt oder nicht, das ist nicht wichtig. Aber bislang ist es so, dass sie sich an diesen Debatten nicht beteiligen oder sich allenfalls indirekt beteiligen. Das ist dann natürlich eine Situation, die der Lösung nicht zuträglich ist. Ein zweiter Faktor ist die Hassreden, die nationalistischen Tiraden. Darauf muss man komplett verzichten, davon Abstand nehmen, mit Kriegsdrohungen hantieren. Auch das ist natürlich nicht wenn die beiden Parteien, und ich möchte jetzt keine Partei jetzt ausführlich nennen, wenn es eine solche Haltung da ist, werden wir natürlich zu nichts führen. Wir müssen nach Wegen suchen, um einen Dialog miteinander zu führen. Man muss sagen, dass die Parteien, egal ob des armenischen oder aserbaidschanischen, haben sich als die andere Seite der Grenze gesehen. Und das ist natürlich keine vernünftige Ausgangslage. Wie gesagt, nicht nur Treffen der Ministerpräsident und Präsident, sondern auch der Gesellschaften der Menschen.
Und deswegen haben wir auch, solange wir bei den alten Lösungsmodellen halten, werden wir keine Lösung haben. Und wir müssen sozusagen lernen, einander zuzuhören, einander zu verstehen. Das wird nicht in einem Jahr nicht gehen, auch nicht in 2 Jahren gehen. Es ist ein langwieriger Prozess. Und wir müssen diesen Prozess aber beginnen. Nur dann wird es wahrscheinlich der Tag kommen, an dem wir vielleicht eine Lösung haben werden. Vielen Dank. Ich würde jetzt Fragen und kurze Statements bitte sammeln und würde Sie bitten, sich einfach kurz vorzustellen, Name und Hintergrund. Und dann würde ich Sie vielleicht auch bitten, dass Sie adressieren, an wen die Frage geht. Und wir machen dann hier wieder eine Runde. Bitte schön, der Herr. Dort vorne, wir haben ein Mikrofon. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen rumzugehen, aber es sind sehr viele. Deswegen, ich würde wirklich um kurze Mikro, vielleicht das hier. So, Professor Dr. Sadoyan, Perlinitz. Jesus umem hetevial harcetam. Ich möchte die folgende Frage stellen. Ich lebe seit 10 Jahren als Flüchtling hier und ich sehe, dass in der Zeit gewaltige Summen aus Armenien sozusagen ausgeführt werden. Man geht davon aus, jährlich 2 Milliarden, etwa pro Jahr 2 Milliarden aus Armenien ausgeführt werden. Das heißt, in all den Jahren bedeutet das summa summarum etwa 70 Milliarden Dollar. Wenn wir das mit den mit dem Staatsschulden vergleichen, beträgt diese Staatsschulden 7 Milliarden Dollar. Das heißt, wir haben Kapitalausfluss von 70 Milliarden, Staatsschulden von 7 Milliarden. Ich denke, diesen teuflischen Umkreis von Robert Kocharyan, der mit seinem Umfeld dass Kocharyan und sein Umkreis wussten, dass Gelder aus der Völkermordzeit hier in Deutschland aufbewahrt werden und haben im Prinzip ich habe es gar nicht mitgesehen. Ich verstehe das nicht. Ja, es gibt ein Übersetzungsproblem, in der Tat. Ich möchte es von Anfang an nochmal wiederholen. Ich verstehe, dass es hier Leute gibt, dass bestimmte Menschen hier gibt, die bestimmte Interessen verfolgen. Das gibt also 70 Millionen, vorhin hat er von 70 Milliarden gesprochen, die in keinster Weise zurückgeführt werden. Wir haben am Wir haben dem Auswärtigen Amt hier gesagt, dem Armenien im Prinzip nahelegen, die Gelder, die aus Armenien ausgeführt wurden, dass sie zum Teil wenigstens an Armenien zurückgeführt werden. Wir würden gerne wissen, was die heutige Regierung zum Beispiel macht. Wir haben uns an den Präsidenten gewandt, an den Ministerpräsidenten, an die Regierung gewandt, um diese Beträge, von denen ich eben gerade gesprochen habe, wieder nach Armenien zurückzuführen. Und vor allem, es geht um das armenische Gold, was in Deutschland aufbewahrt wird. So rum. Dann erst hier links. Dort links vorne erstmal. Okay. Genau, da. Anni. Okay, danke schön.
Ah nee, das war die erste Person, genau, du hast die richtige Person. Ja, mein Name ist Nikita Zhuk für Deutsche Welle. Ich habe Fragen an beide Marias. Also, es tut mir leid, entweder hat die Übersetzung hier versagt oder sie haben zu schnell gesprochen. Aber ich habe weder von den Wirtschaftsreformen irgendwas verstanden, noch von der Lage der Medien. Also, konkrete Frage an Frau Karapetian, vielleicht können Sie langsam antworten, damit die Übersetzung auch stimmt. Welche konkreten Reformen in der Wirtschaft wurden in Armenien in Angriff genommen in den letzten Monaten oder innerhalb des letzten Jahres? Und Frau Tizian, auch bitte um eine langsame Antwort, damit die Übersetzung stimmt. Wie hat sich die Arbeit der Journalisten in Armenien innerhalb dieses Jahres verändert? Weiter? Genau. Da hatte jemand ein Mikrofon. Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Schmiedeke. Ich komme von der Berliner Media-NGO N-Ost und betreue dort ein Projekt namens UNIT. Da geht es um ein Vernetzungsprojekt von Journalisten aus dem post-sowjetischen Raum, die zum Thema LGBT arbeiten. Da geht auch meine Frage, die vermutlich auch an den von mir aus gesehen linken Teil des Panels gerichtet ist. Wie auch schon erwähnt wurde von Artur Georgian, die Revolution hat sich vor allem aus Aktivistinnen genährt, die jetzt die Frage stellen, wie es mit ihnen weitergeht. Vor wenigen Wochen gab es einen ersten Auftritt von einer Transfrau im armenischen Parlament, das große Medienecho hervorgerufen hat. Gleichzeitig gezeigt auch, dass die Situation mit Hate Speech, mit Crimes aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität sich nicht zum Besseren gewandt hat. Im Gegenteil, vielleicht sogar schlechter geworden ist. Und Pacinian war daran dezidiert unentschieden, diese Frage zu beantworten, wurde aber gleichzeitig im Wahlkampf von anderen Gruppen zum erst zum Thema gemacht. Jetzt meine Frage, wie Sie einschätzen, wie inwiefern das Verständnis für diese Fragestellung existiert und welche Möglichkeiten hier auch bestehen, wenn natürlich auch sowohl... Langsamer sprechen, wegen der Übersetzung. Nur sehr wiederholen, langsam sprechen. Oder? Should we... Reply it again, whole thing, or? No, I pretty much guess what the question is. Wenn die Frage verstanden ist, kann ich gerne weitergeben. Was ist nochmal die Frage stellen? Die Frage, wie Sie die Möglichkeit von tatsächlich zivilgesellschaftlichen Veränderungen einsetzen, die auch dazu führen, dass der Staat tatsächlich seine... Ist zu schnell. Das ist genau jetzt zu schnell. Wie Sie die Situation einschätzen, dass tatsächlich auch zivilgesellschaftliche Reformen dazu führen kann, dass der Staat seine Bürgerinnen und Bürger effektiv schützen kann. Ich würde mal hier rüber gehen und vielleicht hier noch zwei Fragen nehmen. Genau. Die und dann. Barbara Christoph, Georg Eckert, Institut Braunschweig. Ich habe drei Fragen, ganz kurz. Die erste geht an Michael Soljan und bezieht sich auf Korruptionsbekämpfung. Du weißt, ich habe lange zu Korruption und Korruptionsbekämpfung in Georgien gearbeitet und daher weiß ich, dass es relativ einfach ist, ein korruptes System zu demontieren, da wo es um kleine Korruption geht. Georgien hat aber auch gezeigt, dass große Korruption sehr viel schwieriger zu bekämpfen ist. Wie sind da die Erfahrungen in Armenien? Hat man beobachtet, was in Georgien passiert ist? Was hat man genauso gemacht? Was hat man anders gemacht? Dann ganz kurze Frage vielleicht an denjenigen, der sich zuständig fühlt, das zu beantworten. Wie sieht es eigentlich aus mit den Beziehungen zwischen der neuen Regierung und der Diaspora, die ja traditionell einen relativ großen Einfluss in Armenien hat? Und dritte Frage an alle, die sich als neue Politiker begreifen. Was hat Sie in Ihrem neuen Alltag als Politiker und Politikerin überrascht? Was war positiv überraschend und was war negativ überraschend an dem Geschäft Politik in Armenien? Ein Stückchen nach hinten geben, genau. Ich würde dann erstmal einen Schnitt machen und es zurückgeben. Ja. Second question, relationship between new government and diaspora. And diaspora. Mm-hmm. Is there a change? Meine Frage geht an Frau Soljan, an Herrn Soljan. Sie haben über... Was ist denn mit dem Einkommensteuer? Was ist denn nicht dazu führen, dass die Armut sich vertieft und der soziale Ungleichheit ebenfalls sich vertieft? Würde ich das erstmal zurückgeben. Und bitte vorstellen auch kurz. Gerne.
Mein Name ist Violetta Alaverdian, aber ich stelle meine Frage auf Armenisch, wenn es... Meine Frage geht an Frau Karapetyan. Sie sagten, dass nach der Revolution dass ein Mentalitätswechsel bei der Bevölkerung stattfinden wird. Und was wird konkret getan, um diesen Mentalitätswandel herbeigeführt wird, vor allem wenn es um Leute geht, die in Dörfern sitzen und die im Prinzip im Grunde genommen von solchen Dingen noch nichts mitbekommen haben und entsprechend natürlich nicht bereit sind, diesen Mentalitätswechsel mitzumachen. Fangen wir doch zu meiner Rechten an. And don't answer all the questions of all people, yeah? So just pick up. Gerne, if you like. It's okay. Yeah, I know you can comment something, but then we will end up here late in the evening. Also gut, die erste Frage. Ja, vielen Dank dafür. Wir haben vor 2-3 Wochen haben wir einen Gesetzesentwurf durchgebracht, damit möglich wird, wir haben jetzt Mechanismen eingeführt, um die tatsächlichen Eigentümer der Bergbauunternehmen zu publizieren. Das heißt, jetzt wird es möglich, was wir ganz offen sagen können, nicht nur diejenigen eingetragen sind, sondern auch den Offshorern und sonst Offshores eingetragen sind, bis wir den tatsächlichen Eigentümer, nicht die in irgendwelchen Offshore-Stellen eingetragen sind. Wir haben in der Tat ein Problem. Wir haben Gelder aus dem Land ausgeführt, aber unsere Regierung muss bei der Gesundung dieser ganzen Prozesse die Gleichgewichte einhalten. Und ich muss natürlich dabei auch die Umweltprobleme, die Gesundheit der Menschen, das wurde gerade im Beitrag von Arthur ja auch angesprochen, die einerseits die Arbeitsmöglichkeiten für Leute, die bislang in den Bergwerken arbeiten, und dann gibt es natürlich in dem Kontext auch die internationalen Verpflichtungen Armeniens, auch die müssen wir in diesem Komplex denn all das, was wir da darüber reden in dem Kontext, ist nicht nur Gegenstand der armenischen Gesetzen, sondern auch der internationalen Gesetzen. Und die Unternehmen, die bei uns investiert haben, die ausländischen, haben natürlich auch ausländisches Recht hinter ihrem Rücken. Und da müssen wir bei der Regelung all dieser Probleme, diese Aspekte in der Tat berücksichtigen. Man muss sagen, bei diesen Fragen, um die es hier geht gerade, wir sind in keinster Weise von irgendwelchen Kapitalen abhängig. Das heißt, wir entscheiden frei und wir werden im Prinzip, was die Lösung dieser Probleme angeht, in der Tat die Lösung herbeiführen, die es natürlich angebracht ist und gerecht ist. Eine Frage war, was gab es für konkrete Politiken im Wirtschaftssektor? Ich möchte ganz kurz an die Änderungen im Steuerrecht nochmal eingehen. Herr Zollian hat es bereits angesprochen. Das neue Steuergesetz.
schlägt Folgendes vor. All die Unstimmigkeiten und all die Mechanismen, die dem Schattenwirtschaft sozusagen beseitigen können, damit dass alle wirtschaftlichen Beziehungen im Lande auf Ehrlichkeit die Wirtschaftsakteure ihre Aktivitäten nicht verstecken und irgendwie und in ihren Steuererklärungen und ihre Aktivitäten offen deklarieren, auch ihre Gewinne und so weiter, dass es transparent wird. Die andere Annäherung, die wir in Wirtschaftspolitik anbetrifft, ich gehe noch mal auf Ihre Eingehen ein. Unsere Philosophie betrifft, was die Arbeit anbetrifft, sieht wie folgt aus. Unser Ziel ist es, die Armut zu beheben durch Erziehung. Das ist ein Weg bei uns. Und das ist hier wichtig, dass die Bürger diese offene Einladung auch akzeptieren und entsprechend handeln. Und wir wissen natürlich, dass dieses Angebot nicht alle in der Bevölkerung natürlich ansprechen wird. Es wird natürlich es wird Gruppen geben, die nach wie vor Dinge machen, die nicht in unserem Sinne sind. Und man muss natürlich auch, die Regierung muss auch Schritte unternehmen, um denen, die wirtschaftlich zu kurz kommen, natürlich aus ihrer misslichen Lage herauszuführen. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, wir möchten aber auch die Vermögenssteuer im Prinzip erhöhen. Wir wissen, dass dass Leute aufgrund ihres Einkommens nie reich geworden sind. Die Menschen sind reich geworden auf Grundlage von Korruption oder ungesetzliche Praktiken. Damit wir die hohen Entlohnungen befördern, müssen wir die Gehälter erhöhen, damit die Leute nicht zu Mitteln greifen, die wir gerne natürlich abschaffen wollen. Und ich denke, das würde natürlich zu einer realistischen und besseren Wirtschaftspolitik führen. Und ich möchte auch ganz kurz zu diesen Hassreden ein wenig eingehen. Auch da haben wir ein Problem. Unsere Strategie besteht darin, uns den Problemen zu stellen, die nicht zu verheimlichen, also unter den Teppich zu kehren. Wir suchen eine offene Debatte über all die in eine Debatten zu führen, die für die Gesellschaft von Bedeutung ist. In meinem Wahlkampf habe ich festgestellt, dass wir die Gewalt als Lösung von unserer Probleme komplett ablehne. Und das ist natürlich auch ein Wert an sich, die Ablehnung von Gewalt, dass die Ablehnung Gewalt sozusagen als eine Grundlage, Grundlage für Lösung der gesellschaftlichen Probleme oder den Dialog als eine Methode, als eine Lösung für unsere Probleme, nicht Gewalt.
Wir müssen auch dabei berücksichtigen, dass die Wertschätzung an sich als Mensch natürlich ein Wert an sich ist, der von keinem in Zweifel gezogen werden darf. Darüber hinaus sollte festgestellt werden, die Regierung nicht in irgendeiner Weise sich einmischen, was den Geschmack und die Lebensweise und so weiter der Menschen anbetrifft. Wir müssen da, und das ist natürlich auch eine Einladung an unsere Bürger und an unsere Gemeinschaft, bezüglich der Unterschiede unter ihnen toleranter zu sein. Wir haben da einen wichtigen Aspekt, den ich betonen möchte, der die Bürger Armeniens und die Menschen dankt. Die haben schon im Laufe der gesamten Revolution sich selbst gesehen und dadurch haben sie auch begriffen, dass wie der andere jeweils ist und der eine gegenüber dem anderen eine Gefahr darstellen kann. Das ist eine der Erkenntnisse der gesamten Revolution vor einem Jahr. Genau, nochmal zu den Medien. Media question. Yes, yes. And diaspora question was also there. The diaspora is Mikhail. Maybe you take it then. But first you, maybe you also want to comment on what has been said. Yeah? And then finally you. In English. Diejenige, der diese Frage gestellt hatte, ist, glaube ich, weg. Aber nein, ich sehe, der ist wieder da, der ist noch da. Ich habe im Grunde langsam zu sprechen, aber ich werde wieder versuchen, langsam zu sprechen. Lass uns mal versuchen, das Medienumfeld zu verstehen. Das Medienumfeld war vor der Revolution, war größtenteils, wenn nicht sogar komplett unter dem Einfluss der damaligen Machthaber. Das war vor der gesamten Revolution. Nach der gesamten Revolution ist es im Grunde genommen genau so geblieben, wenn Sie so wollen. Und wenn wir jetzt heute in Armenien noch ihre Nachrichten größtenteils über das Fernsehen bekommen, das sind alle, bis auf die staatliche Fernsehkanäle hat sich etwas geändert, aber alle anderen Kanäle sind unter dem Einfluss der alten Regierung oder der Mächte. Die Online-Medien waren vor der Revolution und nach der Revolution waren relativ frei, aber jetzt kommt es darauf an, sie waren nicht immer unabhängig. Und ich muss hier als Journalistin, sehe ich einen Unterschied und kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass die heutige Regierung, dass ich mir möglich ist, wesentlich einfach meine Fragen an die Regierung, an die Minister, an den stellvertretenden Minister zu stellen, beziehungsweise an jeweiligen Zuständigen zu stellen und mit ihm diese Dinge einmal durchgehen. Man muss dazu sagen, vor einigen Monaten war das dieses Tempo relativ lahm, aber mittlerweile hat sich enorm verbessert, sodass die mittlerweile auch sehr viel flotter arbeiten und auch. Also ich möchte sagen,
wenn wir hier, wenn wir Armenien vergleichen mit dem der Region vergleichen, Türkei, Aserbaidschan, Iran, Russland und so weiter, war Armenien, war die Presse war immer frei, aber nicht immer unabhängig. Heute ist es im Prinzip genauso. Ich habe so den Eindruck, dass im postsowjetischen Raum eine Berichterstattung, die auf Fakten basiert ist. Was bedeutet Pravda? Pravda bedeutet ein russisches Wort. Das ist Wahrheit. Es war ein russisches, dass diese Zeitung, dass die Zeitung diesen Namen trug und behauptete auch die Wahrheit zu vermitteln. Ich bin seit 10 Jahren als Journalist in Armenien tätig. Ich habe zweimal in meinem Leben bedroht, einmal vor der Revolution und einmal nach der Revolution, aber nicht von der Regierung, von der jeweiligen Regierung, aber von Leuten, die der alten Regierung dienen. Ich denke, die Regierung sollte in die Presse sich nicht einmischen, sondern ich denke, wir als Presse müssen uns selbst regulieren nach ethischen Grundsätzen und so das Medienumfeld regeln. Und wenn wir das nicht tun, wird die Regierung sich einmischen. Und wenn die Regierung sich in Medien eingemischt haben, waren die Ergebnisse eigentlich selten gut. Kurzer Kommentar nochmal zu dem Gesagten. Wirklich kurz, ist das jetzt der richtige Ansatz? Ja? Schauen Sie. Also ich fühle mich ein bisschen unwohl, wenn ich also in bestimmten Dingen meinem Kollegen zu widersprechen. Ich war eingebunden in diesen Prozess. Die eigentlichen Eigentümer von Bergbauunternehmen zu demaskieren, und ich habe mich ich habe Teil mich da ich muss an der Stelle widersprechen. Es ist nicht so, dass wir von, wenn wir von Offshore zu Offshore gehen und die tatsächlich die irgendwann zutage treten. Es geht in Wirklichkeit geht es darum, dass beginnend mit Januar 2020, dass alle Menschen, die einen Anteil von 10 und mehr Prozent in einem Bergbauunternehmen haben, als Anteilseigner oder sonst wie, müssen das bekannt geben. Das heißt, 10 und mehr Prozent Anteil an solchen Bergbauunternehmen haben, müssen das deklarieren. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass viele von denen unter 10 Prozent bleiben werden, um das zu vermeiden. Es gibt auch gar keinen Mechanismus, um zu klären, die sich in dieser Form erklärt hat. Sich richtig die Dinge richtig deklariert hat. Denn das Gesetz erklärt, Gesetz schreibt nicht vor,
ist zum Beispiel das Gesetz steht, schreibt nicht vor, um den Menschen zu fragen, wie er die finanziellen Mittel bekommen hat, um 10% oder was auch immer an einem Bergbauunternehmen erwirtschaftet hat. Das ist, glaube ich, nicht effektiv in dieser Hinsicht. Es gibt dann noch ein Problem, was die Monopole angeht. Unmittelbar nach der Revolution, in dieser Euphorie, dass ein Ausschuss hat, das herausgefunden hat, dass das es gibt vielleicht eine Wiederholung an der Stelle. Damals, unmittelbar in der euphorischen Phase, dass eine Vielzahl von Unternehmen von einem Offshore-Unternehmen regiert wird. Und wir warteten ungeduldig darauf, endlich mal zu erfahren, wer diese 10 oder mehr auch immer Unternehmen tatsächlich auch führt. Und wir warten immer noch und eine Erklärung, auf die wir immer noch warten. Das ist ein Problem, natürlich, was im Kontext der Monopole steht. Natürlich verstehe ich schon, dass das Parlament und die Regierung Dinge unternehmen wollen, um grundsätzliche Änderungen herbeiführen wollen. Aber erlauben Sie mir, dass ich damit nicht einverstanden bin, dass diese Prozesse mit den Grundsätzen der Revolution im Einklang sind. Und das ist für mich persönlich einer der Gründe, dass dieser Bereich im Umweltbereich, im Wirtschaftsbereich Tätigen sind Menschen tätig sind, die von der alten Regierung stammen und die diese Bereiche im Prinzip steuern. Vielen Dank. Ich frage mit der letzten Frage anfangen. Mariam hat bereits einige Sachen dazu gesagt. Das ist die. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass in der idealen Welt, dass in jedem Land eine progressive Steuergesetzgebung geben muss. Aber wir hatten in Armenien ein Problem, und dass die progressive Steuerquote auf dem Papier letztendlich funktionierte, aber in Realitas letztendlich nicht. Die Unternehmer haben ihren eigentlichen Umfang der Umsätze verschleiert haben. Sie haben das so irgendwie so gedreht, dass sie überhaupt keine Steuern bezahlen oder aber, dass sie andere Dinge machen, dass sie nicht in die Progression gerieten. Das ist natürlich das, was wir dann Ansatz haben, wird eben genau dieses Problem, was ich umrissen habe, zu lösen vermag, und das auch in der Lage sein wird,
Investitionen in das Land zu bringen. Ich bin der Überzeugung, dass es der Richt in dieser Frage, diese Frage auch verteidige. Was die Korruption angeht, wir haben die Erfahrung in Georgien studiert. Da gab es in der Tat Erfolge und es gab auch Dinge, die man nicht als Erfolg nicht bezeichnen kann. Natürlich sind die Lage völlig anders. Als diese Prozesse anfingen, war die Lage dort im Lande anders und heute natürlich wiederum auch anders. Wir haben bei uns relativ interessante Aktionen durchgeführt, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir sind dabei, der nächste Schritte zu machen, zu unternehmen, dass wir eine institutionelle Schritte einzuführen, damit Korruptionen nicht durchgeführt werden können. Also im Augenblick bestrafen wir die Korruptionen im Prinzip im großen Stile Korruption praktiziert haben. Aber wie gesagt, wir brauchen institutionelle Schritte, damit das also im Prinzip, damit das nicht jetzt, sondern zukünftig auch tatsächlich unterbunden wird. Nicht in Einzelaktionen sich verbleibt. Zur Diaspora. Die Diaspora ist in der Tat eine große Ressource und Armenien kann man ohne Ressource nicht vorstellen und umgekehrt kann man die Diaspora gar nicht ohne die Armenier nicht vorstellen. Und es geht hier nicht nur darum, um die finanzielle Unterstützung seitens der Diaspora für Armenien, sondern es geht um eine menschliche Ressource. Wir haben in der Diaspora, eine riesige Humanressource, dass man versuchen sollte, ihre Möglichkeiten, ihre Erfolge, ihre Ideen, ihre neuen Herangehensweisen für Armenien nutzbar zu machen. Und das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein. Zum Beispiel in letzter Woche war so etwas. Wir hatten ein Festival von moderner Kunst, experimenteller Kunst, elektronischer Musik, ein Festival, was im Prinzip aus der Diaspora organisiert und durchgeführt haben. Das waren Menschen aus Russland, aus Amerika, Deutschland und so weiter. Das heißt, ein jeder von denen, die aus der Diaspora kommen, bringt mit ihnen neue Ideen, neue Ansätze und ich denke, es wird möglich sein, dank der Diaspora möglich sein, in die globale Wirtschaft und globale Kunst teil werden kann. Und ich komme auf die letzte Frage. Die letzte Frage, ob ich das richtig verstanden habe, weiß ich nicht. Ob es einfach war, von der Zivilgesellschaft Teil der Politik zu überwechseln, das war natürlich nicht ganz einfach. Ich habe jahrzehntelang als Teil der Zivilgesellschaft agiert. Letztendlich waren die Leute, die wir kritisiert haben, natürlich unsere Gegner, will ich fast schon sagen. Und gegen die zu sein, war ein Teil unserer Identität geworden. Jetzt sind wir sozusagen in einer ganz anderen Position. Und die Gesellschaft muss im Prinzip auch mit der neuen Situation insofern fertig werden, weil die Regierung im Prinzip mit der Bevölkerung kooperieren möchte. Das ist völlig neu. Das ist also auch ein neuer Ansatz auch für die Bevölkerung. Und wir möchten uns auch nicht als jemand verstehen, der sich komplett losgesagt hat von der Bevölkerung. Ob uns das gelingen wird, das werden wir sehen. Und die Entscheidung darüber wird letztendlich auch die Bevölkerung fällen in einigen Jahren.
Vielen Dank. Ich denke, was die Diskussion vor allem gezeigt hat, dass ein Jahr fast nichts ist für einen Wandlungsprozess, einen Transformationsprozess. Gleichzeitig, finde ich, hat sie auch gezeigt, dass wir hier sehr offen und sehr kontrovers über Themen diskutieren, zum Teil auch sehr im Detail. Aber ich glaube, das macht eben auch so einen Prozess aus, dass man eben genau um diese Details auch kämpft, ja, und diese Fragen, und dass dieser Prozess weitergehen muss. Und für mich ist das schon eine sehr anspruchsvolle Diskussion hier heute Abend gewesen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Danke für die Panelisten hier auch, dass Sie so ins Detail gegangen sind und mit uns hier auch diskutiert haben. Aber das ist genau der Dialog, den wir weiterführen müssen, den Sie miteinander führen müssen, glaube ich. Aber auch, dass wir verstehen, was passiert in Armenien und ja, wie das auch ausstrahlen kann. Und ich finde, das war ein sehr, sehr spannender Abend hier mit Ihnen. Ich möchte mich insbesondere bei den Dolmetschern bedanken. Also ich finde, da müssen wir auch noch mal klatschen. Und allen vier Sprecherinnen und Sprechern hier, vielen herzlichen Dank, dass Sie für die Diskussion auch bereitgestanden haben, so kontrovers hier auch diese Themen ausgetragen haben. Und ich drücke den Daumen sozusagen für die nächsten Schritte auch im Reformprozess und im Druck auch, um Reformen auch voranzubringen. Vielen Dank, und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und für dieses zahlreiche Kommen. Applaus